Früher kamen am Markttag Wagen mit köstlichem Fett beladen an. Mit geräuchertem Schinken, Schmalz, roten Würsten. Jetzt bringen sie Eichelmehl und Büschel mit Kletten und gehandelt wird... So, wir können hier mit den Jäger reden. Dann. Du kannst versuchen, sie die Tochter des Barons findet. Vielleicht sehe ich Hanaya. Ich suche einen Jäger namens Nielen. Er steht vor dir. Was willst du? Ich bin wegen deiner Nachricht da. Ich bin Hexer. Wann hast du deine Frau zuletzt gesehen? Vor 5 Tagen, vor Tagesanbruch. Bin zum Jagen. Sie hat noch geschlafen. Als ich zurückkam, war sie verschwunden. Ist dir was Seltsames aufgefallen? Ihr Verhalten vielleicht? Nein. Sie war fröhlich und glücklich, wie immer. Sie ist nicht weggelaufen, wenn es dir darum geht. Vielleicht ist sie ins Nachbardorf gegangen und hat vergessen, es dir zu sagen. Nein, meine Schwester war noch nie so lange weg. Habt ihr nach ihr gesucht? Wir haben im Dorf gefragt. Keiner hat sie gesehen. Sie muss los sein, als alle geschlafen haben. Ich habe ihr immer wieder gesagt, sie soll nicht alleine gehen. Sie hat nie auf mich gehört. Ich habe mit einigen Männern den Wald durchsucht. Nichts. Ich werde im Wald suchen. Vielleicht habt ihr ja etwas übersehen. Ich frage auch herum. Hat sie Freunde? Hanna bleibt meist für sich. Manchmal passt sie auf die Kinder vom Schmied auf. Und im Dorf mochte sie Glenna, die Frau des Schlachters, am meisten. Danke. Ich versuche, sie zu finden. Kann aber nichts versprechen. Zu Fuß probieren? Soll wie Bohnen schmecken. Woher kommst du? Nur von hier und da. Opa, Opa! Erzähl uns ein Märchen! Welches denn? Das von der Fee oder das vom Einhorn? Das von dem Herrn, der von Mäusen gefressen wurde. Schon wieder? Ich denk drüber nach. Grüß dich. Bist du Glenna? Ja. Ich habe nur Knorpel und Innereien zu verkaufen, aber du musst warten, bis ich alles zerlegt habe. Bist du die Frau des Metzgers? Metzger? Ich bitte dich. So könnte man ihn im Schatten der Mauern von Novigrad bezeichnen. Jetzt verkauft er Aas. Tote Tiere, deren Knochen sich noch für die Suppe eignen. Kaufst du was? Ich möchte mit dir über Hanna sprechen. Hab gehört, ihr wart befreundet. Manchmal kam sie vorbei und wir haben geredet. War sie in letzter Zeit seltsam? Weißt du, wo sie hingegangen sein könnte? Seltsam? Nein, so fröhlich wie immer. Ich denke, die Wölfe haben sie geholt. Die letzten Nächte haben sie geheult. Selbst die Männer des Barons haben Angst, herzukommen. Hanna muss in den Wald gegangen sein. Vielleicht hat sie Pilze gesammelt. Sie ist zu tief hinein. Die Heuler haben sie erwischt. Vielen Dank. Leb wohl. So, da kannst du dich wieder widmen, deinen Hühnern zu rupfen. Papa. Toll! Mein Papa macht Schwerter wie das hier. Darf ich mal anfassen? Besser nicht. Das ist scharf. Ich muss mit eurem Vater reden. Früher habe ich Schwerter geschmiedet. Jetzt Sicheln und Hacken. Gute Waffen findest du nur in Novigrad. Ich wollte mit dir über Hanna sprechen. Sie hat auf deine Kinder aufgepasst. Tante Hanna, weißt du, wo sie ist? Nein, deshalb bin ich hier. Hat sie euch gesagt, wo sie hingeht? Oder sonst irgendwas? Sie hat gesagt, dass Rüben gesund sind und wir sie essen sollen. Ich habe gesehen, wie sie in den Wald ist. Mit einer anderen Frau. Es war fast morgen. Ich bin raus, damit ich das Bett nicht nass mache. In den Wald? Dann ist sie erledigt. Warum? Ein großes Rudel durchstreift die Gegend. Niemand im Dorf traut sich in den Wald, außer Nielen. Aber der ist ja auch Jäger. Hast du die andere Frau erkannt? Weißt du, wer das war? Nein, sie lief vor Tante Hanna. Ich konnte sie nicht erkennen.
Vielen Dank. Lebt wohl. Da fängt das Kind hier auch noch Schuppereien an, oder was? Siehst du meine Muskeln? Ja. So, dann. Dann schauen wir mal in den Wald. Näher von dem Wald. Je nachdem. Müssen wir mal gucken. Gehen wir auf jeden Fall hin. Links. Komm mal. Da noch See mit Brücke. Dort drüben sind wir gerade mit dem See. Das ist schon nett. Oh, oh, oh. Hier würde ich jetzt gerade nicht triggern. Da wohnt der Weidler. Da möchte ich jetzt nicht unbedingt triggern. Wenn ich aktuell auf einer Mission bin. Yeah. Ja, gut, Pilze sammeln hier. Das hört sich nach Wölfen an. Was gucken. 196. Krieg ich? Hexer? Was machst du hier? Du solltest nicht alleine im Wald sein. Ich wollte dir nur sagen, du brauchst nicht nach Hannah zu suchen. Sie wäre längst zurück, wenn sie am Leben wäre. Ich bezahle dir doppelt so viel wie Njellen. Sag ihm einfach, dass seine Hannah tot ist. Willst du nicht wissen, was ihr zugestoßen ist? Ich mache mir keine Illusionen, Hexer. Wer in Velen so lange verschwunden ist, kommt nicht zurück. Hannah ist sicherlich tot. Njellen sollte diesen Verlust akzeptieren. Nach vorne schauen. Seltsam. Normalerweise wollen die Leute wissen, was ihren Angehörigen passiert ist. Um jeden Preis. Was sollte das nützen? Ich bekomme meine Schwester nicht zurück. Mir bleibt nur Njellen. Ich will ihn nicht auch noch verlieren. Er wird Hannah rächen wollen, auch wenn das sein Leben zerstört. Der Mann verdient Besseres. Tut mir leid. Ich schließe meine Aufträge immer ab. Es stimmt, was die Leute über Hexer erzählen. Ihr seid herzlose Kreaturen. Ja, aber das ist nun mal ein Kodex. Okay, ich kriege auch EP für getötete Tiere. Das war kein Mensch. Schnitte. Von langen Krallen. Das Fleisch wurde runtergerissen. Langsam wird's interessant. Ja, auf jeden Fall. Besonders, dass sie hier auftaucht und uns ja von der Suche, von der Schwester, dann doch wissen. Also ich habe so das Gefühl, dass sie weiß, was mit Schwester passiert ist. Ganz ehrlich. Da ist noch was. Das muss ich aus einer verwesenden Leiche essen. Sprich alles nicht gut. Und das jetzt so. Klauenspuren. Sie sind tief. Werwolf. Ohne Frage. Ich muss vorsichtig sein. Blut- und Pfotenabdrücke. Wohin sie wohl führen? Verdammt, er ist auf den Baum geklettert. Da komme ich nicht drauf. Vielleicht finde ich sonst noch was auf dem Boden.
Fellbüsche. Oh, wer das verloren hat, hat eine Weile nicht gebadet. Männerkleidung. Zerrissen, aber ohne Blutspuren. Wer reißt sich denn die Kleider vom Leib und lässt sie im Wald? Ja, Wolf? Ist ein Bär da hinten. Sieht aus wie die Unterkunft eines Jägers. Sind. Bin, wer ich bin. Das kann ich nicht ändern. Hemden aus Petersilie und Ränke aus Tränen von Jungfrauen mögen in den Märchen der Alten helfen. Bei mir. Ich muss mich damit abfinden. Mit Hannas Liebe habe ich unten zu gehen, aber ich muss weit verstecken, bevor der Vollmond aufgeht. Ich muss weit weg sein von allem, weit weg von Hannah. Der Anfall kommt und geht. Wache mit Wunden an den Händen und den Geschmack vom Blut im Mund auf. Vielleicht ist es besser, dass ich erinnere. Heute mit Pfeil und Bogen zu erlegen, ist eine Sache. Mit Zähnen und Klauen zu bereisen, eine andere. Zumindest kann ich hier tief im Wald niemanden verletzen. Das gütige Melliteller? Was? Melliteller? Wache über alle. Mit Marco. Das Blut ist nicht lange trocken. Er wurde hergeschleift. Aber von wo? Ja, aber das falsche Zeichen. Oh,
Oh. Habe ich gar nicht für voll genommen. Ich denke, wir müssen reden. Es ist Njellen. Lykanthropie kann jeden treffen. Aber es ist ein Fluch. Tut mir leid. Ich muss... Du verstehst nicht. Ich liebe ihn. Fast hat er mir gehört. Da bist du gekommen. Verschwinde. Lass uns in Ruhe. Erst wenn ich weiß, was hier vor sich geht. Ich liebe ihn, seit ich denken kann. Auch als ich sein Geheimnis erfuhr. Du wusstest es, dass ich mich hier einsperre und die Verwandlung abwarte? Ich wusste es. Und es war mir egal. Aber du hast Hannah gewählt. Ich wollte, dass sie dich sieht. Sie hätte dich verlassen. Und wir wären zusammen. Du hast sie hergebracht, in jener Nacht. Und darum hatte ich morgens den Geschmack von Blut im Mund. Ich hab's für uns getan. Sie sollte nur sehen, wie du dich verwandelst. Ich wollte ihren Tod nicht, glaub mir. Ich glaube dir nicht. Und ich töte dich willentlich. Zum ersten Mal überhaupt. Das geht nur euch beide etwas an. Ich misch mich da nicht ein. Aber wenn du mir nochmal über den Weg läufst, töte ich dich. Nein! Erbarmen! Du hattest kein Erbarmen mit deiner Schwester. Und ich hab keins mit dir. Okay. Ich hab dir gesagt, ich bring dich um. Ich weiß, was du gesagt hast. Tu es. Wenn du den Tod willst, such dir Zügel und einen Baum mit starken Ästen. Geht nicht. Ich kann nicht. Ich war immer ein Feigling. Bitte, tu du es. Ja, mal gucken, was das jetzt für Auswirkungen hat. Oh. Danke, danke.
Das heißt, aber haben wir hier jetzt auch einsame Hütte, haben wir auch abgeschlossen. Und bleibt im Endeffekt, ja, der Wandler. Dann in der nächsten Folge. Ciao, ciao.